Tag, mein Name ist Sven Benken, ich bin 52 Jahre jung, 20.04.1970 in Lauchhammer geboren, in Rieske aufgewachsen, dort die Schule besucht, dort meine Leidenschaft als Fußballer und weiter begonnen, bin dann nach Cottbus gekommen, habe abgeschlossen als Kfz-Schlosser meine Lehre. Nebenbei immer wieder Fußball gespielt, das dann zu meinem Beruf gemacht. In Cottbus 96, 97 aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Dann das Pokalfinale erreicht mit unserer Mannschaft. Dann zu Werder Bremen gewechselt, Hansa Rostock, erste Bundesliga gespielt. Und danach als Unternehmer angefangen wieder in Cottbus. Also das heißt, ich habe die schönen Städte Bremen und Rostock, die sehr lebenswert sind, im Stich gelassen und bin wieder nach Cottbus gezogen, weil ich hier vorher schon meine Heimat gefunden habe. Habe eine Familie, zwei Kinder. Und habe dann eine Fußballschule gegründet in Cottbus. Habe sie ziemlich erfolgreich geführt. Viele gute Fußballer daraus entstanden. Bin letztendlich vor 4 Jahren als Pädagoge eingestiegen in die Grundschule in Lübbenau. Habe letztes Jahr eine 3. Klasse übernommen. Unterrichte Mathe, Deutsch, WRT und Sport. Und bin seit 3 Jahren Kommunalpolitiker. Das heißt, ich versuche auch in der Richtung für die Stadt tätig zu sein. Dann kommen wir schon zu den Zielen, denke ich mal. Ne? Meine Ziele sind als erstes, die Verwaltung möchte ich schon gerne stärken. Da will ich ein Wir-Gefühl vermitteln und das Wir-Gefühl nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern auch, dass sie nach außen geht. Das heißt, sie soll transparent sein, transparent nicht nur zu den Bürgern, sondern auch zu den Unternehmern, dass wir da eben mehr zusammen wachsen. Mein zweites großes Ziel ist, die Unternehmer zu stärken, dass die Unternehmer merken, ui, hier ist jemand, der mir den Rücken stärkt, der nicht nur reglementiert, sondern auch mal in freie Hand lässt, weil wir haben gutes Potenzial da, wo wir wirklich als Cottbus sehr viele Chancen haben, uns weiterzuentwickeln. Und als drittes möchte ich da sein eben für Familien, für Kinder, dass die gerade in Cottbus eine gute Zukunft haben. Aber nicht nur die Familien unterstützen in jeglicher Richtung, sondern auch unsere Senioren. Weil gerade unsere Senioren, wir werden alle älter. Da können wir wirklich dankbar sein, das habe ich letztens auch schon gesagt, weil die haben das aufgebaut, was wir jetzt haben. Ja, und da dürfen wir uns nicht ausruhen, da müssen wir weitermachen und immer wieder in Gedenken annehmen. Ich habe mich kurz gehalten, aber ich mache noch ein bisschen Zeit. Also ich versuche jetzt nicht so umherzuspringen zwischen den Fragen, also ich halte mich jetzt strikt wirklich an die Ordnung. Der Mittelstand, der war ja schon immer der Motor der Wirtschaft. Also wenn es dem Mittelstand gut ging, ging es uns allen gut. Ja, und das hat er dann ja auch in Deutschland viele goldene Jahre gehabt, leider vergessen, weil dann wurde der Mittelstand, die Bedeutung wurde geraubt und als kleine, eine Kuh mit einem großen Reuter angesehen, wo immer nur Geld rausgezogen wurde. Das heißt, wir müssen ja wirklich die Firmen stärken, wir müssen den sogenannten roten Teppich auslegen, gerade als Verwaltung, die ja nicht schlanker werden soll, sondern lieber transparent, offener auf die Unternehmer zugehen soll und gerade die Ideen, die Unternehmer haben, und da gibt es richtig gute und richtig viele, nicht nur anzuhören, sondern umzusetzen. Also immer nur zu sagen, es geht nicht, Paragraph so und so, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, geht vielleicht nicht, aber vielleicht könnten wir es mal so anpacken, dass wir in eine gewisse Richtung unsere Ziele setzen können. Ja, dass für jeden, der was anpacken will, immer ein offenes Ohr da sein sollte. Ja, also ein Ziel für jeden. Dementsprechend sollte man dann eben auch nicht nur im Handwerk, sondern in der Gastronomie, im Handel und in der Medizin auch dann für Nachwuchs sorgen. Das geht ja auch schon gerade bei den ganz Kleinen los. Ich
bin Pädagoge und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich meinen Kindern finite und infinite Verbform beibringe, wer braucht das? Also ich nicht. Ja, ich will anpacken, ich will loslegen, ich will Ideen umsetzen und ich will Cottbus dann stärker machen. Ja, und genau diese Ideen brauchen wir alle zusammen. Und Cottbus größer und stärker zu machen, schafft man nur zusammen. Das schafft man mit den Unternehmern. Danke. Ist ja schon alles gesagt und ich will jetzt auch nicht wieder irgendwo alles wiederholen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist wirklich auch diese Entschuldung oder das Finanzielle, das schaffen wir auch nur mit den Unternehmern. Gerade wenn die Unternehmer wachsen, auch in dieser Stadt. Ja, Gewerbesteuer, klar, zahlt nicht jeder gerne, aber das sind die Einnahmen. Und wenn wir es schaffen, Unternehmen, die nicht in Cottbus ansässig sind, irgendwo auch draußen zu lassen und das von Cottbuser Unternehmen dass die das weiterführen. Oder für mich Beispiel Ströer, Werbetafel, hat hier mehrere Werbetafeln, bekommen das Geld, aber das Geld geht nicht nach Cottbus, sondern woanders hin. Das können viele kleine Firmen aus Cottbus, können das viel besser, viel effizienter, viel schneller. Und da kann man verschiedene Sparten nehmen, dass man wirklich die Unternehmer oder die Wirtschaft aus der Region, aus Cottbus, stärkt, den Rücken frei hält, dass sie ihre Ideen und ihre Arbeitskraft in Cottbus hochhalten und eben Cottbus damit auch stärken. Für mich ein ganz klares Thema. Ansonsten, Steuern, klar, müssen ja auch so angesetzt werden, dass eben die Firmen, die in Cottbus ansässig sind, eben sich stabilisieren können. Das habe ich ja gerade gesagt. Ansonsten würde ich da nicht weiter labern. Für mich war ganz große Geschichte. Ich habe ja Cottbus oder die, sagen wir, Probleme, die Themen von Cottbus habe ich unterteilt, gleich am Anfang, bevor ich mich eigentlich entschlossen habe, anzutreten. Und habe, dazu gehört auch Finanzen und Wirtschaft und Bildung, habe Experten um mich herum gesammelt. Ja? Und immer wenn ich irgendwo nicht schlüssig bin, was ja ein sehr komplexes Thema ist, Finanzen, habe ich meine Leute, die aus gehobenen Stellungen sind, die wirklich Ahnung haben vom Fach, habe ich hinter mir, die ich fragen kann, die mir immer eine konkrete Antwort geben können. Und obendrein habe ich immer ein offenes Wort und offenes Ohr für Probleme, die von den Unternehmern kommen könnten. Das dazu. Also Fachkräfte nach Cottbus zu holen, also wir sind ja in der Hauptstadt der Niederlande, das hört sich richtig toll an, muss ich sagen. Wie kriegen wir die denn nach Cottbus? Also wir kriegen sie nicht, indem wir einfach nur sagen, kommt her, ihr habt eine Wohnung im Plattenbau, irgendwo habt ihr die Arbeit, da kommt er wahrscheinlich mit einem Auto hin. Oder wie auch immer. Genauso geht es auch mit Unternehmen, die wir von außerhalb hier integrieren wollen. Das funktioniert auch nicht. Wir verkaufen vollerschlossene Grundstücke. Der Unternehmer vielleicht aus, weiß ich nicht woher, kommt viele Kilometer gefahren, will dieses Grundstück kaufen und merkt dann aber, das vollerschlossene ist gar nicht erschlossen. Da sind keine Medien dran. So, dann fährt er wieder zurück nach dem Gespräch und überlegt sich vielleicht doch nach Cottbus zu kommen und das zu wuppen. Aber dann sieht er, wo will ich denn eigentlich mit meiner Familie wohnen? Ja, also wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ich bin jetzt nicht einer, das wird er sicherlich gemerkt haben, der viel erzählt. Ich will lieber halten, also versprechen und halten, das sind immer wieder zwei verschiedene Punkte. Wir können uns viel ausmachen, aber ich versuche immer die Dinge, die ich angehe oder die ich sage, auch zu halten. Und das habe ich, denke ich mal, in meinem Leben mehrfach getan. Vielleicht eine Erinnerungsstütze, wer war damals 96, 97 im Stadion, weil Energie und das kam. Wer hat diese Euphorie, diese kleine Mannschaft damals geschaffen hat, miterlebt. Und genau das wollen wir in den Menschen wieder aufleben lassen. Wir wollen nicht diese Isolation, die jeder um sich selber geschaffen hat, diese
ich will mir nicht wehtun und tue den anderen nicht weh. Nee, ich will, also wir wollen Offenheit. Ja, wir wollen wirklich dieses Wir-Gefühl im Cottbus schaffen, dass wir zusammen wieder stark werden. Und dann können, gerade wenn diese Energie nach außen kommt, dann gucken andere auf uns, so wie sie es damals auch getan haben. Nur wir schaffen das selber. Und dann brauche ich auch die anderen Sachen gar nicht mehr sagen. Wie gesagt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ja, ich will auch jetzt nicht irgendwie Statements abgeben, wen ihr wählen sollt oder wen sie wählen sollen. Wählt den richtigen einfach. Also, ihr wählt für Cottbus das Beste.